freuen sich auf einen der beiden Bundesvorsitzenden der AfD, auf einen der beiden Fraktionsvorsitzenden der AfD, ehemaliger Malermeister, also auch ein Abschluss, und einer der gefürchtetsten Gesprächsgegner in Talkshows. Er hat Frau Göring-Eckert als Schulmädchen stehen lassen, Herr Laschet als Schuljungen stehen lassen. Und aber heute wird er Ihnen erzählen, was wir wollen und warum es so wichtig ist, die politische Wende einzuleiten. Begrüßen Sie mit mir, mit einem großen Applaus, Tino Kuhhalle! Ja, sensationell, was hier auf der Platte los ist. Wenn ich hier hineinschaue, da kann man nur eins sagen, hier lebt die Demokratie. Wir hören ja jetzt jeden Tag im Fernsehen, im Radio immer viel von dem Untergang der Demokratie. Hier steht die Demokratie, hier stehen die Bürger, Bautzen von Umgebung, hier vorne. Ihr zeigt, was Vielfalt ist, jung, alt. Das ist das, was wir verkörpern als AfD. Wir vertreten die Bevölkerung, wir machen Politik im Interesse der Bevölkerung und vor allen Dingen für diejenigen, die wertschöpfend in diesem Land arbeiten. Das sind Sie, seid ihr oder für diejenigen, die bereits wertschöpfend gearbeitet haben, für die vielen Rentner. Und wir wollen Politik machen für diejenigen, die noch wertschöpfend arbeiten in diesem Land sollen. Das sind die Kinder und Jugendlichen. Für diese Altersgehorteten machen wir Politik, liebe Freunde, als einzige Alternative, die es in diesem Land überhaupt noch gibt. Und wenn wir uns anschauen, die Talksendung auch diese Woche natürlich wieder ohne AfD-Beteiligung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil man meint, man könnte noch was vor der Landtagswahl umbiegen, weil man meint, man könnte noch den Sieg der AfD verhindern, man wird es nicht schaffen, liebe Freunde, davon bin ich fest überzeugt. Im Gegenteil! Das öffentlich-rechtliche Fernsehen noch mehr Saskia Esken einladen, noch mehr Ricarda Lang, noch mehr Frau Göring-Eckert. Es nutzt uns doch nur. Wunderbar, ladet sie ein. Sie sollen über die AfD reden, aber nicht mit uns. Genau das ist das, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen, was viele BRD-Journalisten immer noch nicht verstanden hat, wie der Osten tickt. Aber man beschimpft uns als Dunkeldeutschland. Oder dass hier die Demokratie unterginge. Was für ein Schmarrn. Sie haben nicht Angst um die Demokratie, Sie haben Angst vor der Demokratie. Und das werden Sie am 1. September sehen. Und wenn man sich die aktuellen Wirtschaftsdaten in Deutschland ansieht, Deutschland deindustrialisiert, davor haben wir bereits vor 2, 3 Jahren im Bundestag, im Landtag gewarnt. Da hat man uns als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt und wir würden den Teufel an die Wand malen. Wir sehen jetzt aktuell, was passiert. Gerade im Osten, der steckt wieder in der Krise. Und ich sage wieder, weil nach der Wiedervereinigung wir schon mal einen Umbruch hatten und wir stehen wieder vor einem Umbruch, den wir nicht wollen, der vor allen Dingen durch Ideologen erzeugt wurde, durch welche, die von ihrem Fach keine Ahnung haben. Einen Wirtschaftsminister, der von allem Ahnung hat, aber nicht von Wirtschaft. Und solche Leute wollen wir in keiner Regierung mehr, liebe Freunde. Dieses Jahr wird es in Deutschland über 20.000 Unternehmensinsolvenzen geben. In Sachsen gibt es so viele Unternehmenspleiten wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die Chemnitzer Gießerei Sachsenbus ist insolvent und im Schutzschirmverfahren. 800 Mitarbeiter sind betroffen. Nach der Wende waren es kleine, junge Unternehmen. Heute geht es den gestandenen Mittelstand. Gießereien, Glasfachbetriebe, Papierfabriken an den Kragen. Warum? Weil sie sich die Energiepreise nicht mehr leisten können, weil sie von Bürokratie erstickt werden. Und das ist das Problem Nummer eins. Das ist die teure Energie. Und ohne Energie, liebe Freunde, keine Industrie, ohne Industrie keine Arbeit, ohne Arbeit kein Wohlstand. Dann kann man sich auch diesen Sozialstaat nicht mehr leisten. Und das erleben wir, das werden Sie erleben, wenn nächstes Jahr die Krankenkassenbeiträge wieder steigen werden. Und das muss umgekehrt werden. Und deshalb fordern wir den breiten Energiemix mit Kohlekraft, mit endlich wieder Kernkraft und ja, auch mit Gas aus Russland, liebe Freunde. Das hat uns den Notstand gebracht.
Und erinnern wir uns, nach dem Anschlag auf Nord Stream hieß es, der Russe war's, wer sonst, weil er uns immer wieder Böses will. Jetzt heißt es, die Ukraine soll es gewesen sein und sie habe jedes Recht dazu. Tschechiens Präsident und Bundesministerpräsident stimmen sogar zu. Alle gegen Deutschland. Und was macht die Bundesregierung? Selbst die neuen Erkenntnisse, sie werden achselzuckend entgegengenommen. Scholz trifft sich mit Zelensky, als wenn nichts gewesen wäre. Es ist völlig egal, ob Deutschland als souveränes Land angegriffen wird, ob unsere Infrastruktur zerstört wird. Wir werden im Bundestag einen Untersuchungsausschuss fordern, wie wir ihn schon gefordert haben. Wir wollen Aufklärung und wir wollen diejenigen, die dafür verantwortlich sind, vor Gericht sehen. Das muss aufgeklärt werden. Und wir wissen auch, wer Deutschland schadet. Das ist der grüne Wirtschaftsminister Habeck mit seinem Wirtschaftskrieg gegen Russland. Die grüne Außenministerin Baerbock, die Politik macht wie ein Elefanten mit Trampolin im Porzellanladen. Das ist der falsche Oppositionsführer Merz, der ebenso falsche Politik macht. Ja, jetzt sind sie alle da, Merz und Kretschmer. Man denkt, Mensch, was sind das für Positionen, was sind das für Forderungen? Es müssen Wahlen sein. Wie verlogen muss man sein? Vor Wahlen wird die AfD kopiert, was das Zeug hält. Aber ich kann euch eins versprechen und ich kann euch eins garantieren. Sie werden davon nichts umsetzen. Mit wem wollen sie es denn umsetzen? Mit wem will Merz diese Forderung umsetzen? Er lügt und Kretschmer ist der Treuhänder. Der macht genauso mit. Er ist der Raubkopierer der AfD. Ihm steht der Angstschweiß auf der Stirn. Zu Recht, wir werden ihn abwählen. Und dann erzählt man uns, wir haben kein Geld für dies, wir haben kein Geld dafür. Wir brauchen mehr Steuern, wir brauchen mehr Einnahmen, wir müssen dort erhöhen. Wir sagen ganz klar als AfD, Schluss damit. Endlich muss es hier einen Kassenschutz geben, auf Landesebene, auf Bundesebene. Wir wollen sehen, für was die Einnahmen verausgabt werden, wo das Geld hingeht. Wir sagen ganz klar, Schluss mit Waffenlieferungen in die Ukraine. 30 Milliarden Euro, was für ein Wahnsinn! Allein 6 Milliarden Euro Bürgergeld für Ukrainer. Mittlerweile Forderung der CDU. Es geht nicht mehr. Man hört es kaum. Man denkt nicht, was ist hier eigentlich in diesem Land los? Was sind hier für Kopierer am Werke? Deswegen sagen wir ganz klar, wir wollen diesen Krieg so schnell wie möglich. Und das muss die Aufgabe dieser Bundesregierung sein, am Verhandlungstisch beenden. Hier muss Druck ausgeübt werden auf alle Seiten, auf Russland genauso wie auf die Ukraine und die USA, damit es zu einem Frieden kommt, damit die Ukrainer wieder nach Hause gehen können. Und zwar in ein friedliches Land. Und schauen wir in die Vergangenheit. Unsere Partei ist der Leuchtturm im Sturm. Unsere Grundsatzentscheidungen waren alle richtig. In der Corona-Zeit sagten manche, impfen, impfen, impfen und Lockdown sind der Weg aus der Krise. Wir verteidigten die Freiheit der Bürger, kritisierten massiv die Regierung und sagten, gesund ohne Zwang. Das war unser Motto auch zur Bundestagswahl. Das war genau der richtige Weg. Die RKI-Protokolle zeigen es doch jetzt. Zuerst Corona, jetzt Affenpocken. Hier wird Panik gemacht für Profite. Panik, um die Bürger zu kontrollieren. Raus aus der Pandemiepolitik der WHO, liebe Freunde. Wir werden das nicht mitmachen. Und es wurde immer viel von Spaltung geredet, von Manipulation. Genau in dieser Corona-Zeit fing es an mit Spaltung, mit Manipulation. Und da brauchen sich die etablierten Parteien nicht wundern, dass immer mehr Bürger das Vertrauen in die Politik verloren haben. Und die Medien haben fleißig mitgemacht, haben uns beschimpft, auch hier in Bautzen, auch in Görlitz, für diejenigen, die jeden Tag auf die Straße gegangen sind, die für ihre Grundrechte, für Freiheit eingestanden haben. Wir waren diejenigen, die das Grundgesetz hochgehalten haben und nicht die Ampelparteien oder die CDU. Sie hat es verleugnet. Und da sehen Sie, wer die demokratischen Parteien sind, liebe Freunde. Und ich erinnere an Aussagen von Friedrich Merz. Er wollte gesunde, nicht impfwillige Bürger vom öffentlichen Leben ausschließen lassen.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach den Bürgern die Berechtigung ab, gegen Lockdown zu demonstrieren. Er wollte Demos für Impfstoffe und 2G in Deutschland einsetzen, also keine Restaurants mehr für Gesunde. Und erinnert euch alle an die Gesundheitsministerin bzw. an Frau Köpping. Sie spricht auf den Plakaten von Respekt. Wie verlogen muss man sein? Diejenige, die in Psychiatrien Zimmer frei gemacht hat, für diejenigen, die nicht geimpft werden wollten, die sich sozusagen auch da so verweigern wollten. Das ist Frau Köpping. Hat das was mit Respekt zu tun? Und deshalb, liebe Freunde, wenn ihr mal nachdenken sollte auf diesem Platz, eine SPD, eine grüne Partei und auch die Linken, die braucht niemand mehr im Landtag. Die sind überflüssig. Und denkt dran, jede Stimme für Michael Kretschmer ist eine Stimme für Pfizer und für BlackRock, für Friedrich Merz. Deshalb am 1. September die AfD wählen, und zwar, liebe Freunde, mit Erststimme, mit Zweitstimme. Und fangt dich an zu überlegen, auf irgendwelchen Ideen zu kommen, Kleinstparteien und Splitterparteien eure Stimme zu geben. Wenn wir den Machtwechsel, wie es hier hinter mir steht, erreichen wollen, dann brauchen wir beide Stimmen. Denn jede Stimme für eine Kleinstpartei ist eine Stimme für Michael Kretschmer. Das sind verlorene Stimmen, liebe Freunde. Denkt dran, wir brauchen 35% für X in Sachsen. Ja, und jetzt wird ja noch viel davon gesprochen, was wären denn die Vorschläge der AfD, welche Einsparungen hätten wir? Ich habe von den Ukraine-Hilfen gesprochen, die mittlerweile 30 Milliarden überschritten haben. Der Klima- und Transformationsfonds, 50 Milliarden Euro, die wir ausgeben, wo eure Kosten jedes Jahr steigen, wo die Lebensmittel steigen, die Lkw-Maut steigt, alles Dinge, die wir bezahlen müssen mit Lebensmitteln und auch mit anderen Dingen, die der Handwerker, der Mittelstand bezahlen muss. Doch alle Dinge ist die Mehrwertsteuer. Der Staat verdient sich dumm und dämlich mit Preissteigerungen. Deshalb ist ihm das egal, ob die Bürger entlastet werden. Wir werden dafür sorgen und wir werden diese Dinge rückgängig machen. Und wir werden zum Beispiel auf eine 500 Milliarden Euro, wo es jedes Jahr erhöht wird, für sogenannten Demokratieprogramme, die werden wir abschaffen, liebe Freunde. Das sind nämlich genau diejenigen. Schaufenster und Schulabbrecher, die gegen Demos organisieren, diejenigen werden wir wieder zur Arbeit bringen, damit sie was für Deutschland leisten. Und das erwarten wir. Denn eins muss man diesen Leuten sagen, das beste Demokratieprogramm ist ein funktionierender Staat, der sich aber aus den Angelegenheiten der Bürger, der Unternehmen, der Handwerker rauszuhalten hat. Das ist das, was wir in Ostdeutschland nicht mehr wollen, was wir abgelegt haben mit der Wiedervereinigung. Wir wollen nicht gegängelt werden, wir wollen nicht, dass uns gesagt wird, was wir zu denken haben, was wir zu sagen haben. Das lassen wir nicht. Wir bleiben schwer erziehbar, liebe Freunde. Und von daher lassen wir uns auch nicht von Leuten wie Ricarda Lang, Frau Esken sagen, was wir zu denken haben, wie wir zu leben haben. Wir wollen, dass wir von Politikern vertreten werden, die was geleistet haben in ihrem Leben, die wissen, von was sie sprechen. Denn alle, die hier sind, haben wesentlich mehr geleistet als die Hälfte derjenigen, die im Bundestag sitzen. Wir sehen es doch jeden Tag. Hört sie reden. Hört sie einfach so reden. Und in diesem Sinne, liebe Freunde, mobilisiert die Leute am 1. September. Es ist wirklich eine wegweisende Wahl. Wir brauchen hier in Sachsen den Machtwechsel. Wir wollen die CDU ablösen. Wir wollen endlich Politik für die Bürger machen, für unsere Enkelkinder, für unsere Kinder. Das sind wir dem Land schuldig. Wir haben es schon mal geschafft. Wir werden es dieses Jahr wieder schaffen, liebe Freunde. Kämpft für Freiheit, für Frieden und für Souveränität, liebe Freunde. Vielen Dank.